Mit einer Größe von 14 bis 15 Zentimeter ist der Kleinspecht nicht nur der kleinste Specht in Europa, sondern er gehört auch weltweit zu den Zwergen unter den echten Spechten. Als Lebensraum bevorzugt der Kleinspecht Waldgebiete und Gehölze mit alten Laubbäumen, mit Totholz und Bäumen in der Zerfallsphase, Weichholzbestände mit Pappeln, Weiden und Erlen sowie isoliert stehende Laubbäume in forstlich extensiv genutzten Bereichen. Seine Nahrung sucht er vor allem im Außenbereich der Baumkronen und ist daher nur schwer festzustellen, wenn er sich nicht durch seine hohe und schnelle Kikikiki-Rufreihe oder seinen Trommelwirbel verrät. Das Trommeln der Kleinspechte ist besonders während der Balzzeit im Frühjahr zu hören. Zum Trommeln testen Kleinspechte an Stämmen und Ästen solche Stellen aus, die eine gute Resonanz erzeugen.